Guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Ihr merkt schon, ich habe heute eine andere Stimme. Ich habe mir meine Stimmbänder ausschaben lassen, deswegen höre ich mich so an. Und ich sollte damit eindeutig aufhören, ansonsten vergraue ich nur meine gesamte Community. Und das möchten wir ja nicht. Von daher herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal mit dem heutigen Champion K6 im Jungle. Des Weiteren habe ich die wunderbare Ake Monokatari alias Sona Carisio alias Sassi mit dabei, die wiederum Ahri auf der Botlane spielen wird. Und das Game wird in wenigen Sekunden losgehen, und zwar jetzt. Sehr gut. Wie bereits schon öfter gesagt, ich bin kein allzu großer K6-Fan, Spieler, was auch immer. Irelia Dance Game. Das macht Spaß. Ich muss überlegen, was ich am besten nehme von Start-Item, meine lieben Freunde. Moment, einen Moment, einen Moment. Wir machen das so. So. Machete und die wiederauffüllbare Potion. Die beiden Items werden uns helfen, hoffentlich helfen, durch den Jungle zu kommen. Ansonsten bin ich ein bisschen shorty. Naja, sollte nicht unbedingt. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich versuche auch in diesem Gameplay ein bisschen mehr zu kommentieren. Ein bisschen mehr Rede reinzubringen. Vor allen Dingen, wenn ich halt alleine mit mir selbst reden muss, ist es halt ein bisschen schwieriger, als wenn ich beispielsweise mit Simon oder Sassi rede. Dann habe ich einfach jemanden, mit dem ich reden kann. Gewissermaßen einen Konversationspartner, wobei das bei Simon eher suboptimal ist. Ihr wisst schon, der ist ein richtiger Trash-Talker. Das merkt man immer wieder aufs Neue, mein Gameplays, wenn er mal dabei sein sollte. Grüße gehen an dich raus, Simon! Falls du sie anschauen solltest. Ach übrigens, viel Spaß in Spanien. Du sollst ja mittlerweile angekommen sein, wenn das Video rauskommen sollte. Also ich denke mal, das wird am Freitag, den 14.10. rauskommen. So schätze ich mal. Bot carry hard, please. GG mit, already lost. Und da kommen gleich die Crux. Und wir fangen an. Sehr schöner Leash. Vielen Dank. Oh, Stufe 4, Ahri. Das ist man überhaupt nicht von Sassi gewohnt. Nur normalerweise hat sie auf jedem Account Stufe 7, Ahri. Wie euch sicherlich schon mal aufgefallen ist. Die müssen erstmal weggemacht werden. Wir haben im gegnerischen Jungle Nocturne. Nocturne kann relativ stark werden, wenn er Feed bekommt. Habt ihr auch schon mein Gameplay gesehen. Und wir werden erstmal den Red Buff hier machen. Und wir verlieren extrem viel Leben, wie ich glaube, bemerke. Das ist schlecht. Naja. Wir haben keinen Mana, wir sollten also weggehen. Wobei. Schaffen wir das Camp noch, ist die Frage der Fragen. Sollten wir sogar. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus sogar. Das schaffen wir noch. Perfekt. Level 3 erreicht. Das heißt. Wir haben schon mal in jedem Spell, der keine ultimative Fähigkeit ist, ein Punkt reingesetzt. Und wir haben First Blood verloren. Hm. Naja, Braum gegen Irelia ist auch nicht gerade das beste Matchup gewesen. Oder gesagt, der beste Pick gegenüber Irelia. Vor allen Dingen, wenn man es bemerkt, dass Irelia in diesem Fall Platin 2 ist und unser Top-Laner Level 17, ist das ein wenig suboptimal. Kann man sich jedenfalls nicht verdenken. Sie hat gewollt gerade eben. Einen Moment, ich kann auch das hier ändern. Wir sollten erstmal die kleine Fett entfernen. Töten. Dass wir mit dem Job Zugriff machen können. Oder eher gesagt verursachen können. Mein Gott, ich kommentiere mal wieder richtig, richtig bad. Ich finde mir gar nicht. So. Bluewurf gemacht. Scuttle nehmen wir auch noch mit. Bye. Oh mein Gott, ich bin so ein Boost Animal. Ich frage mich gerade, wieso ich nicht den Q benutzt habe. Ich weiß es echt nicht gerade. Naja, was soll's. Auf jeden Fall,
Zed hat kein Flash mehr. Vorteil für auch William Soul, der Ghost Reflash hat. Kann man ja machen. Toppen ist halt so wie Lost. Einen Raum zu ganken ist schon ziemlich. Wie soll ich sagen? Es funktioniert einfach. Top-Lane-Braum kann man sich nur spielen, wenn man halbwegs Erfahrung hat mit dem Champion. Aber ansonsten, ich würde es an sich niemals empfehlen. Allein schon aus dem Grund, weil Braum an sich nur zwei richtige Fähigkeiten hat, die auch Damage skalieren. Vorher ja gesagt, die allgemein Damage verursachen. Ausgenommen noch von seiner passiven Fähigkeit. Aber die zähle ich mal nicht darunter. Ansonsten ziemlich schlecht. Okay. Hier ist nicht gemacht. Dann machen wir sie schnell. Bevor es der Nocturne macht. Ja, die sollten wir relativ schnell bekommen. Sieht man auch. Was heißt relativ schnell? Kha'Zix ist halt ein Damage-Dealer ohne Ende. No. Die Ward wurde deleted. Vom Kha'Zix Main Kappa. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Nocturne bis Level 6 durchjungeln wird. Wäre jedenfalls verständlich. Meiner Ansicht nach. Das sollte der Aurelion so bemerkt haben. Ansonsten tut's mir leid, aber dann hast du einfach nicht auf meine Pings gehört. Botlane, auch eine sehr gefährliche Botlane. Die Jhin-Karthus-Kombo. Allbekannt auf diesem Niveau. Und er versucht mich eventuell zu counter-junglen, das würde ich ihm aber nicht empfehlen. Vor allen Dingen, der hat halt Warlords Bloodlust als Nocturne. Ist der hier drinne? Nein. Auch da befindet er sich nicht, das heißt, er hat sich wahrscheinlich wieder verdünnisiert. Danke dafür. Manchmal frage ich mich wirklich, was mit meiner Stimme los ist, was mit meiner insgesamten Artikulation einfach nur falsch ist momentan. Und dann wird es mir schlagartig klar, das bin einfach ich. Ah, hi. Denied, meine Freunde, denied. Den kann er vergessen. Ist das dein Ernst? Meiner. An ally has been slain. No. Ach, da ist er ja. Na gut, dann nehmen wir noch den Farm mit. Dass wir wenigstens einen kleinen Vorteil haben. Das passt. Oh, nevermind. Der Farm gehört mir. Oh, ist gezeichnet. Jetzt versuchen wir ein bisschen weiter durchzufarmen. Power Jungling und so. Mit Kha'Zix. Das bringt sehr viel übrigens. An sich solltet ihr versuchen, so früh wie möglich Kills zu kriegen, aber mir fällt es irgendwie ein bisschen schwieriger. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht so wirklich erklären kann. Ich will einfach kein Kha'Zix spielen. Der einzige Grund. Level 7 erreicht, genauso wie der Z und die Rille ist Level 8. Autsch! Die Irelia wird wehtun!
Wiedersehen. Die erste Kill für unser Team. Erzielt durch mich. Hat der auch wieder den Zonen Assist bekommen? Hier hat er. Sehr gut. So freut mich das doch. Und wie schon gesagt, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, alleine zu kommentieren. Das ist teilweise eine sehr seltsame Sache, wenn man anfängt, mit sich selbst zu reden. Oh mein Gott, der Braum hat die Irillaud-Plate. Oh mein Gott, ist das der Gott-Braum in unserem Team. Braum still the main. Braum still the main, meine Freunde. Wir werden jetzt mal zum Grump gehen und eventuell dann Counter-Jungeln. Das wäre gegen Nocturne gar nicht mal so schlecht. Nocturne können im Early Game auf jeden Fall nicht mit Kha'Zix mithalten. Der ist hier. Tschüss, Ahri. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass er sie bekommt. Hoffe ich mal. Aber doch. Tatsächlich bekommt er sie. War gesagt, der Jhin bekommt sie. Raum mit Ignite. Den kann ich nicht fighten, der wird mich töten. Vergiss es, den kann ich ebenfalls nicht ganken, die wird mich auch töten. Also die Optionen, die ich hier gerade habe, die sind schon next level. Ja, war klar. Ich lachte erstmal eine Runde. Kann er auch durchaus machen. Er gewinnt ja auch gerade gegen Silber 1. Das ist genau sein Niveau, denke ich mal. No. Wo ist die Ultimate? Eine Pink war sogar noch drin. Ah, gut. Midlane ist, denke ich mal, auch verloren. Warum er da für kurze Zeit stehen geblieben ist, das weiß ich gar nicht. Kann ich euch echt nicht sagen. Ist auch relativ irrelevant. Aktuell jedenfalls nicht ziemlich, also steht momentan relativ schlecht unser Team. Sieht man, denke ich auch, wir stehen 2-5. Aber es kann alles noch werden. Das kann alles noch werden. Mit der Kraft der Freundschaft natürlich. Oh, warte. Falscher Film. Weil gesagt, falsche Serie. Nein, wir müssen einfach auf die brachiale Kha'Zix Power Carrying Technik setzen. Das habe ich mir gerade ausgedacht übrigens. Jedenfalls, Kha'Zix kann durchaus carryen. Die Frage nur, wie sehr er carryen muss. Aber in diesem Fall sieht es momentan etwas schlechter aus. Vor allen Dingen, man muss sich überlegen, Zed ist ein Champion, der einfach einen Kha'Zix relativ leicht one-shotten kann. Von daher ging ich den ungerne, wenn er Ultimate hat. Man sieht auch schon, der hat Ghostblade ab. Die Karte ist mir da funktioniert. Botlane Gang. Ja. Ich versuche es einfach mal, die Rede zu ganken. Tot. Es war klar, dass sie mich mit ihrem E stunnen würde, aber das habe ich mir eigentlich schon geahnt. Ich habe es mir echt geahnt. Ich habe es vorausgesehen. Geahnt. Ich hab's doch rausgesehen. Was sage ich da nicht gerade? Was gebe ich mir? Was gebe ich da gerade von mir? Ich weiß es nicht, meine Freunde. Eventuell denke ich mir auch gerade wiederum, wieso Zed? Wieso kommentierst du vielleicht gerade hier? Aus welchem Grund machst du das? Und dann denke ich wiederum, weil es mir Spaß macht. Deswegen. Ansonsten wäre YouTube nicht YouTube. Wobei mittlerweile ist es an sich ja alles Kommerz.
Fang mir damit lieber nicht an, ansonsten drehe ich mich nur noch umsonst auf. Auf Wiedersehen. Und er hat schon wieder Flash ab. Genauso wie ich. Hat also gepasst. Falls ich mich mal versprechen soll, des Öfteren, das liegt einfach daran, weil ich schon relativ müde bin. Ich habe heute einen relativ stressigen Tag gehabt. Von daher verzeiht mir, falls ich des Öfteren mal ein Versprechen haben sollte. Ich versuche das zu vermeiden. Irgendwie zu vermeiden. Ah, klappt momentan aber irgendwie weniger. Bis gar nicht. Kommt ihr? Der ist fast down. Noch ein weiterer Q und der wäre wirklich. Aber was soll's. Unser Aurelion Zoo hat den ersten Kill bekommen. Das freut mich schon mal. Die Comebacks, meine Freunde. Die Comebacks! Gut, eigentlich wollte ich gerade hier. Wobei, bekomme ich den eventuell? Scheinbar nicht. Der wird wahrscheinlich weggehen. Alles andere wäre irgendwie unverständlich. Und würde keinen Sinn ergeben. Na gut, wir nehmen uns erstmal Ghostblade mit. Für mehr Burst. Und Mobility natürlich auch. Und dann werden wir das schon irgendwie reißen können. Der Braum steht 1-3, das geht noch an sich. Kann man so lassen vorerst. Ja gut. Auf Wiedersehen. Was sich der Nocturne dabei gedacht hat, ich weiß es nicht. Ja gut, erstmal. Ich glaube, der Set hat noch Ultimate ab. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass er sie noch hat. Wir stehen mittlerweile 4-0. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Der Nocturne 0-1-3. Der versucht halt sein Team mehr oder weniger zu assisten, obwohl er ein Bild hat, das auf Damage basiert. Ja. Lassen wir es mal so stehen. Red Buff ist in 3 Sekunden ab. Den können wir gleich mal mitnehmen. Machen wir auch sofort. Natürlich erst die kleinen clearen, dass wir mehr Damage und Red Buff haben. Das passt soweit. Autsch. Grip. Zed steht 7-2. Ob wir den noch irgendwie shutdown können, das bezweifle ich mal. Der ist halt richtig strong. Ja, funktioniert. Es war jetzt einfach wichtig in der Situation, dass sie mich nicht stunt. Ansonsten hätte sie mich sogar bursten können. Wobei, die steht momentan 3-3-3. Trotzdem, im Endeffekt ist es immer noch Irelia und Irelia ist halt super strong. Auch wenn sie nur einen leichten Feed hat, an sich braucht sie nur Trinity Force und das hat sie bereits. Die Scuttlecrab ist weg. Eventuell sollten wir Mitte pushen. Auch Redan soll ist auch Botlane, wie man sieht. Ich bin Level 13. Sehr schön gemacht. Lane ausgepusht und da ist Zed und tötet den Braum, den Top-Lane-Braum. Das hört sich immer noch so unglaublich seltsam an für mich.
leicht suspekt. Aber ansonsten, ja, kann man ja spielen im Normal Game. Habe ich nichts gegen. Hier ist irgendein Wort drin, hier wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Wer hat hier gewollt eigentlich? Wer? Das frage ich mich gerade wirklich. Wer geht bis hier hin und wardet? Ja, okay, wahrscheinlich war es Katos mit seiner nicht vorhandenen Keystone. Keystone. Was auch immer. Die Frage der Fragen, was kaufen wir uns als drittes Item? Wir haben den Relion Set, der halbwegs fit ist. Ich weiß nicht. Geht der schon auf Armor Pen? Ich werde sicherlich einmal sterben. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Ich gehe mal ein bisschen auf Tank. 1,75 Aurelion Soul. Okay, das ist ein bisschen unlucky. Ja klar, man muss sagen, dass Set ein ziemlich schwieriges Matchup für Aurelion Soul ist. Und vor allen Dingen ist auch der Set Diamant 4, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Wisst ihr eigentlich? Mountain Drake ist weg. Wer hat's gedacht? Richtige Pressure auf den Giant kann ich auch nicht bringen. Dafür verliert aktuell jede Lane. Das ist halt das Problem gerade. Aber wie gesagt, ist ein Normal Game. Alles vollkommen in Ordnung. Und legitim. Nein, Nocturne! Nicht mein Wolf! Was ist das? Ganz ehrlich, der Nocturne scheint aber auch nicht wirklich gut zu sein. Ja, gut. Oh, da war nicht mehr isoliert. Boosted. K6. Boosted. Gegen Set traue ich mich irgendwie nicht rein. Der könnte mich ziemlich leicht bursten. Damn out plays. Bricht mich hier jemand ab? Nein, scheinbar nicht. Gut, dann holen wir uns erstmal Deathman's Plate. Und keiner geht gerade Botlane. Wobei doch Aurelion Soul. Dann soll der mal den Farm nehmen. Ich hätte mal Ghostblade einsetzen sollen. Jedenfalls die aktive Fähigkeit von Ghostblade. Ach, die wird überbewertet, meine Freunde. Die wird überbewertet, auf jeden Fall. Klar. Die bringt ja an sich nur. Wartet. 40% Attack Speed und 20% Movement Speed. Okay. Da habe ich ihn schon. Das Schaden. F3Z. Komm her. Hat sie Ghost platziert oder was war das genau hier? Nee, hat sie nicht. Okay, ich dachte schon, der Nocturne würde auf mich drauf springen. Hat er aber nicht getan. Der hat sich lieber den Aurelion zurückgeholt. Ist auch das bessere Target. Muss man klar so sagen. Die haben keinen einzigen AP-Ler an sich, von daher nehmen wir die hier mit. Die Ninja-Tabis. Ich habe im Game das höchste Level, was mich ein bisschen verwundert eigentlich. Wobei, ich habe halt alle Kills. Das war irgendwie nicht so eine gute Aktion vom Set, mich zu holten.
Aber das hat er sicherlich selbst bemerkt. Das heißt. Da ist ein Wort drin. Mit der Djinn spielt das ganz normale Armor Clan Build für Djinn. Ich persönlich sage ja immer noch, dass More of My Mortius war es, glaube ich. So hieß das Item jedenfalls. Ist immer noch nach meiner Meinung besser als Dust Blade auf Traktor. Ist aber persönliche Präferenz. Hier. Das dachte ich mir schon. Eventuell sollten wir engagen. Nicht. Das war ein kleiner Scherz meinerseits. Wir sollten natürlich nicht engagen. Das wäre in dieser Situation fatal. Na, das war's dann wohl. Macht an mir fast keinen Schaden. Und da ist er tot. Ist auch ein bisschen dämlich von ihm. Muss man da gestehen. Und auf Wiedersehen. 10-01 K6. Das geht eigentlich soweit in Ordnung. Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich soweit mit meiner Leistung zufrieden dafür, dass ich an sich nie K6 spiele. Aber ich hoffe mal, dass es euch soweit gefällt. Ansonsten habe ich irgendwie den Sinn und Zweck von diesem Video verfehlt. Jedenfalls leicht verfehlt. Was heißt leicht verfehlt? Sehr verfehlt sogar. Die Frage fragen, was wir uns jetzt mit Item am besten kaufen sollten, eventuell Guardians. Obwohl, ich bin mir unsicher. Ich bin in diesem Moment wirklich sehr unsicher. Baut einer von denen überhaupt Armor? Ja, Karthus. Sehr gut. Der braucht mich nicht wirklich zu interessieren. Probieren wir mal das Bild hier aus. Das Blade of Draktar auf K6 könnte durchaus effektiv sein. Wir werden sehen. Eigentlich sollte der auch wieder Zone in Farm nehmen. Das ist der zweite Ocean Drake, oder? Ja. Ocean Drake ist jetzt nicht so wichtig. Im eigentlichen Sinne. Kommt. Gut, das war enormer Damage gegen mich. Mag ich nicht so sehr. Um ehrlich zu sein. Der Burst hat ihn noch ganz leicht gekitzelt, hat mir auch gesehen an meinem Health, dass ich zum Schluss hatte. 200, 300 Leben. Komm mal her, mein Freund. Und da ist ein Legendary. Mal wieder. Thank you.
Ja, das war's, Aethelia. Wie mad man da sein muss. Will ich mir überhaupt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also, ganz und gar nicht. Wobei, eventuell könnte jetzt Zed kommen. Wobei, Zed ist Botlane. Gut, never mind. Zed ist der Einzige, der mich töten könnte in der aktuellen Situation. Daher ist mir der Rest relativ egal. Fast 1000 Damage durch den Q. Das ist ordentlicher Damage. Erster Tower, den wir bekommen haben im Game. Sehr schön. Wermutstropfen, kann man dazu sagen. Gut, jetzt gehen wir erstmal back, weil wir nicht wirklich wissen, wo die Gegner sind. Und sagen wir so. Im schlimmsten Fall können 2 bis 3 Leute auf die Top-Lane kommen. Eventuell könnte ich da einen mitnehmen, aber wird sich trotzdem nicht lohnen. Ich bin Shutdown-Wert. Von daher muss man immer ganz klar abwägen, ob es sich lohnt, weiter zu pushen oder nicht. Und in diesem Fall war es klar nicht der Fall. Jetzt sehen wir uns erstmal den Red Buff. Wir haben nämlich kein ADC, von daher bringt uns der Red Buff noch am ehesten uns was. Der nicht mehr vorhanden ist. Gut, dann hat sich die Sache sowieso schnell geklärt. Wahrscheinlich hat sich der Jin den genommen. Schätze ich mal. Ah, der ist auch weg. Hat er ihn? Ja, hat er ihn. Der ist tot. Tja, mein Red Buff, mein Freund. Meiner. Wo ist den Karthus? Ah, da ist er ja. Der ist so. Oh mein Gott, ich habe keinen Proc drauf bekommen. Auto-Tag hat gereicht. No! Aber ich bekomme einen Tower. Ich dachte, der wäre da drinnen. Unlucky me. Immer einen Tower bekommen. Ist doch auch was, meine Freunde. Ist doch auch was. Wie häufig habe ich eigentlich in dem Video schon... Ist doch auch schon was, meine Freunde, gesagt. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch nicht wissen. So, hat sich irgendjemand Armor gekauft? Immer noch nicht. Von daher... Jacke wie Hose, wir kaufen uns das Item hier. Ja. Auf geht's. 30% CDA. Das kann man so stehen lassen. Weil wir haben an sich nur 343 AD, ist relativ wenig mit K6. Kann das sein? Meistens habe ich keine Ahnung von diesem Champion. Wie bereits schon des Öfteren erwähnt, ich habe absolut keine Ahnung von K6. Ich spiele momentan eher auch Spaß. Merkt man sicherlich auch. Ist auch ein Normal Game, wie gesagt. Können wir die Irelia 1 vs 1 nehmen? Ich glaube, die würde uns im Duell ziemlich bursten können. Vor allen Dingen mit Dimmelcrip, das tut weh. Ich habe den höchsten Farm in meinem Team. Verstehe. Rip. Ja, das kann ich eigentlich sowas von vergessen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, ich glaube, da gehe ich erstmal nicht lang. Da lauert der Tod. Namens Irelia und Zed. Ja gut, der Tower wird wohl. Ja, der ist weg. Zed kann er.
Na gut. Sollte machbar sein, natürlich. Ja, nicht. Zed hat interessante Sekunden. Sollten wir mal die runterlassen, da zu chasen. Der Nocturne ist halt unglaublich nutzlos. Ist der Fall weg? Ah. Den kann ich, glaube ich, nicht wirklich 1-1 bekommen. Versucht mich immer auch zu bekommen. Aber scheitert an sich selbst. Ja, eventuell bin ich tot. Wobei, der macht ja absolut keinen Schaden. Gut, zu wissen. 13.03 Steps. Naja, er ist nicht mehr Legendary. Ja, das ist ja die Sache. Shutdown. Ich frag mich ja, warum die keinen Baron machen. Das wäre eigentlich die ideale Situation für sie. Eventuell wollen sie auch nicht feuern, das kann sein. Wer weiß. Würde ich an ihrer Stelle ebenfalls nicht machen, weil das ist einfach nur. Ja. Es ist an sich noch relativ ausgeglichen. Aber trotzdem. Nein, Nocturne, komm zurück, bitte. Ich wollte dich doch nur töten. Mit meinen Klauen zerreißen. Ein Gedicht für dich schreiben, über deinen wundervollen Tod. Okay, du möchtest anscheinend nicht sterben. Naja, dann vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es ja wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich noch ein nächstes Mal. So denke ich mal. Ich bin voll equipped. Sehr gut. Oh, man sieht schon, dass die für ein Damage machen. Ich verschwinde hier mal. Hier mit Lane. Sassi braucht anscheinend Hilfe. Man sieht schon, wie schade ich damit mache. Aber. Irgendwie möchte ich einfach nicht mehr kommentieren, weil mein Gehirn allmählich aussetzt. Bemerkt man auch sehr gut. Also man kann es nicht wahr anmerken, dass langsam mein Gehirn aussetzt. Auch wenn es gerade mal, glaube ich, halb nur mit. Halt man nur abends ist, aber trotzdem. Wenn man einfach den ganzen Tag weg ist, dann wird man einfach so unglaublich schläfrig, müde und hat an sich nicht wirklich die Motivation, irgendwas zu machen. Außer League zu spielen natürlich. League ist hier was vollkommen anderes natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich habe mal wieder viel zu oft, natürlich. Super. Sagen wir einfach nichts dazu. Wäre mir am liebsten. Wie dem es auch sei. Wir haben eine potenzielle Chance zu gewinnen. Wenn wir alle full equipped sind, dann ja. Vorher nein. Und ich habe gerade mein Wesen getroffen. Das tat mir gerade selbst eine Seele weh.
sollten erstmal, glaube ich, weggehen. Baron Ward den mal. Die machen den eh nicht. Nein, nie. Die hätten ihn schon 100 Mal gemacht. Im eigentlichen Sinne, ja. Komm, wo bleibt denn's dann? Die Ward waren schon nicht vorhanden. Na gut. Wir haben schon mal das wichtigste Objective bekommen, Scuttlecrab. Der Sieg ist unser. Nein. Lass mich doch in Frieden, Irelia. Tja. Bin ich davon gesprungen? Der Damage am Tower, schaut euch das an! Bitte mal. Ehrlich, wie viel Damage hat das bitte gemacht? Kommt der wirklich davon? Okay, gut. Ich glaube, ich habe etwa 800 Damage durch die Passive von dem Duskblade bekommen. Mir ist gerade das Wort nicht entfallen. Also den Namen von Duskblade. Ich war gerade schon ein bisschen verwundert, dass ich so viel. Also, was heißt sie? Ich habe mich gerade eher gewundert, dass ich so viel Damage durch Duskblade abbekommen habe. Es war, glaube ich, über 800 Schaden. Wenn man sich das so überlegen kann. War schon ein ordentlicher Burst. Allmählich macht auch der Aurelion Soul Damage. Aber gleich. Und ich denke mal, das war's auch. Ja gut, vergesst, was ich machen wollte. Eigentlich habe ich mir gedacht, Wiedersehen. Oh, Nocturne, lass mich doch in Ruhe. Drei Leute wollte ich in den Turm mal reingesetzt halten können. Ja. Nein, ich wollte noch einen Kill haben. GG. Das war doch mal ein höchst interessantes Game. Kann man nichts gegen sagen. Ich hoffe mal, es hat euch heute gefallen, auch wenn mein Kommentierstil heute nicht besonders überragend war. Wie ich schon bereits gesagt, ich musste mich erst hier daran gewöhnen, alleine zu kommentieren und am Abend ist es auch relativ schwierig, weil ich einfach wirklich extrem erschöpft bin. Tag, den ich heute miterlebt habe. Genau, das wollte ich sagen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya, guys.